Regionale Stromausfälle gibt es immer wieder, wir kennen das alle, aber jetzt werden die Befürchtungen immer größer, dass es wirklich mal ein großräumiges, vielleicht sogar ein europaweites Blackout geben könnte. Warum? Unser Stromnetz hängt zusammen, das europäische Netz reicht bis in die Türkei. Und jetzt zum Beispiel zuletzt am 8. Jänner ist ein kroatisches Umspannwerk ausgefallen und dadurch ist das europäische Stromnetz ziemlich unter Druck geraten. Denn das muss immer auf einer gewissen Frequenz gehalten werden und wenn jetzt ein Umspannwerk ausfällt, wird das immer schwieriger und es ist die Gefahr einer Kettenreaktion und dass das ganze Netz zusammenbricht. Experten meinen, solche Zwischenfälle gibt es immer häufiger und die Wahrscheinlichkeit wird immer größer. Und das Bundesheer geht sogar davon aus, dass wir eigentlich ziemlich sicher bis 2025 in Österreich ein großes Blackout haben werden. Österreich könnte sich im Falle eines Blackouts wahrscheinlich ziemlich schnell wieder aufrappeln. Wir haben viele Wasserkraftwerke, die man relativ schnell wieder hochfahren kann. Also Experten schätzen, solange die Infrastruktur, also die Leitungen und alles intakt ist, könnten wir innerhalb von 24 Stunden wieder Strom haben. Die Frage ist, was passiert in diesen 24 Stunden? Was passiert in den Ländern um uns herum? Wirkliche Pläne scheint es dafür nicht zu geben. Also meine Kollegin Franziska Tschugan hat ja diese Geschichte recherchiert, hat auch nachgefragt. Man ist da ziemlich noch planlos. Also das Innenministerium wäre ja da für die Koordination verantwortlich und da scheint es jetzt noch nicht wirklich so konkrete Pläne zu geben. Das Bundesheer ist da schon einen Schritt weiter und will wirklich seine Kasernen trotz Sparkurs immer im Bundesheer autark machen, das heißt zu Anlaufstellen, die wirklich eigenständig und unabhängig sind, auch von der Stromversorgung. Im Ernstfall müssen wir davon ausgehen, wenn der Strom ausfällt, fällt sehr vieles aus. Also wahrscheinlich wird das Handynetz zusammenbrechen, die Wasserversorgung, Heizungen, viele werden ausfallen. Die Tankstellen funktionieren nicht mehr, also irgendwann ist man auch nicht mehr mobil mit dem Auto. Jetzt ist es einfach wichtig, dass man in der Familie oder einfach in dem Verband, in dem man zusammenlebt, bespricht, okay, wie organisieren wir uns im Ernstfall? Wo treffen wir uns? Wer holt die Kinder ab? Wer kümmert sich um die Oma? Haben wir genug Vorräte? Also Vorräte sind da wirklich sehr wichtig. Haben wir Taschenlampen? Haben wir eine Möglichkeit, uns warm zu halten im Winter? Und einfach, dass man auch schaut, hat man genug Essen, genug Wasser und auch Medikamente, die man unbedingt braucht.